Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch wenn ich Sie nicht langweilen möchte, werde ich Ihnen doch zunächst ein paar Zahlen nennen, damit alle wissen, auch Sie da drüben, worüber wir hier eigentlich reden. Meine Damen und Herren, die Verstöße bei Rauschgiftdelikten sind 2013 auf mittlerweile 9.408 Fälle angestiegen. Die Missbrauchsfälle der Droge Crystal sind von 2009 von 1.721 bis 2013 auf 4.948 Fälle angestiegen und damit hat sich die Zahl fast verdreifacht. Und das sind nur die Zahlen von denen, die erwischt wurden, meine Damen und Herren. Die Dunkelziffer ist sicher um ein Vielfaches höher. 2009 lag der Anteil von Crystal noch bei unter 30% bei den Rauschgiftdelikten. 2013 waren es schon mehr als die Hälfte. Die Anzahl der Klienten in Suchtberatung und Suchtbehandlung stieg von 2050 Fällen in 2012 auf 3178 im Jahr 2013, also eine Steigerung von rund 50%. Meine Damen und Herren, die synthetisch hergestellte Droge Crystal ist aufgrund seiner schnellen Abhängigkeit besonders gefährlich. Der regelmäßige Konsum führt relativ schnell zu starken körperlichen und auch psychischen Schäden, wie zum Beispiel die Schädigung von Haut und Zähnen, das Absterben von Nervenzellen, Halluzinationen, Gedächtnisverlust, Panikattacken und Aggressionen. Die Droge ist leicht und billig herzustellen und daher auch relativ leicht verfügbar. Meine Damen und Herren, der Kampf gegen die synthetische Droge Crystal Meth war in dieser Legislaturperiode schon mehrfach Thema von Debatten im Landtag, nicht erst seit dem letzten Plenum. Und zu Recht hat das Innenministerium gemeinsam mit dem Sozial-, Kultus-, Justiz- und Wirtschaftsministerium einen 10-Punkte-Plan für die Bekämpfung von Crystal vorgelegt. Die Staatsregierung zeigt damit, dass die Bekämpfung von Crystal ein Schwerpunkt in der Arbeit der schwarz-gelben Landesregierung ist und dafür gebührt der Regierung Dank. Meine Damen und Herren, der ressortübergreifende Ansatz des 10-Punkte-Plans besteht aus drei Hauptsäulen. Erstens Prävention durch Information. Ich glaube, Sie können auch noch was lernen. Zweitens Beratung und Behandlung und drittens Repression. Sie verstehen sicher, dass ich als Innenpolitiker derzeit den Schwerpunkt auf Repression setzen möchte, mit dem Ziel, die Verfügbarkeit der Droge einzuschränken. Dazu braucht es meines Erachtens eine immense Erhöhung des polizeilichen Kontroll- und Verfolgungsdrucks, um den Handel und Schmuggel zu reduzieren. Aber auch wenn die sächsische Staatsregierung noch so aktiv ist, allein werden wir das Problem nicht lösen können. Der Konsum von Crystal ist schon lange kein sächsisches Problem mehr. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass auch die Bundesregierung irgendwann einsieht, dass Crystal ein gesamtdeutsches Problem ist und deshalb auch die Bekämpfung eine gesamtdeutsche Aufgabe ist. Ich appelliere deshalb an die Bundestagsabgeordneten, die Bundesregierung. Meine Damen und Herren, wir brauchen eine engere Zusammenarbeit mit Tschechien. Wir brauchen gemeinsame Verhandlungsgruppen mit Bundespolizei und internationalen Verhandlungsgruppen. Wir brauchen eine deutlich höhere Präsenz von Bundespolizei und Zoll in den Grenzregionen. Meine Damen und Herren, ich begrüße ganz ausdrücklich das Vorhaben von Arbeitsministerin Andrea Nahles, mehr Zollbeamte einzustellen. Aber ich erwarte, dass diese Beamten sich der Bekämpfung des Drogenschmuggels widmen, anstatt in Backstuben und Werkstätten den Mittelstand zu gängeln und die Einhaltung des Mindestlohns zu überwachen. Meine Damen und Herren, angesichts der verheerenden Auswirkungen von Crystal muss es jetzt gelten, alle Anstrengungen darauf zu verwenden, dass die Herstellung unterbunden, die Verfügbarkeit eingeschränkt und der Konsum erheblich reduziert wird. Das ist eine Aufgabe nicht nur des Freistaates Sachsen, sondern auch des Bundes. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.